Ja, aber das habe ich eigentlich nur bei Sony-Exklusivtiteln. Obwohl, nee, bei Kakarot war es auch. Wie hässlich ist denn der Schatten von der Schrift? So, Schwierigkeitsgrad. Normal. Cursor-Position im Hauptmenü nicht merken. Kommandomenü ist natürlich immer praktisch. Aber erstmal nicht machen. Navigationskarte. Oh, niemals drehen, finde ich immer schlimm, wenn Minimaps sich drehen. Sprechernamen und Untertitel anzeigen, Dialoglog, Tastenlegende im Kampf, kann man ruhig erstmal anzeigen, Bildschirmhelligkeit, okay. Wow, man kann aber schon einiges einstellen, ne? Oh, die Musik, ja. Ich muss sie für euch, ich weiß nicht, ob es zu laut ist, ich mache noch einen Tacken lauter für euch. Also, weil Sound ist bei dem Game ja, ups. Oh, ich hab so Bock. Rein ins Game. Konfiguriere die Kameraeinstellung und bewege den rechten Stick, um die Steuerung der Kamera zu testen. Nichts invertieren. Wähle einen Schwierigkeitsgrad normal. Leute, los geht's! Oh. Oh, das Programm, ja. Das stimmt. Die Mucke. Ich glaube erstmal nicht, ein Jahr lang bleibt das exklusiv für die PlayStation. Ach, der Spielplatz. Nee, das stimmt nicht, Fall. Alter, das ist so gut gemacht, einfach. Das ist... Cinematic halt, ne? Regel, guck dir mal Diablo 5 an. 4. Cinematic. Die Musik, also wirklich krass.
wirklich krass. Und das ist jetzt die Demo natürlich. Aber ich hab so Bock, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah. Oh, ist das gut! Ja, das ist nicht mehr Cinematic hier. Auf geht's, Rekord! Boah! Boah, die Grafik, es ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt natürlich nicht mehr nur Demo. Das heißt, jetzt muss ich alles absuchen. Wer ist da? Dein Auftritt. So, mit Firk führst du einen Angriff aus. Halte Firk gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Eindringlinge, keine Bewegung! Mal weiter. Das war eine leicht verdiente Trophy. Gibt's hier auch einen Trank? Komm schon. Gibt's hier einen Trank? Was meint ihr? Das hätten sie einbauen können, ne? Ne, kein Trank. Schade. Das hätten sie machen können, finde ich. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel, wenn du Gegner mit Firk attackierst. Maximal können 2 ATB-Einheiten aufgeladen werden. Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1 oder 2 ATB-Einheiten verbraucht. Ja. So, hier, Fähigkeiten. Mut, Angriff. Auf Gardist. Das war abzusehen. Es wird mir so einen Bock machen, Leute. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke die Options-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Deine nächste Missionsaufgabe und die Karte werden angezeigt, wenn du das Touchpad betätigst. Wenn du dich Stellen mit dem Symbol näherst, führt dein Charakter automatisch Aktionen wie Springen oder Kriechen aus. Im Hauptmenü kannst du das Inventar und den Status deiner Charaktere überprüfen, sowie Spielstände speichern und laden. Guckt euch mal an, wie geil dieses Menü schon aussieht. Oh. Gegner-Datenbank. Ach, guck mal. Da sieht man, was wirksam ist. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal hier Analyse machen. Oder? Ja. Magie. Feuer. Gegenstände. Ich find's auch ein bisschen düster. Auf der Karte kannst du deine aktuelle Missionsaufgabe überprüfen und deine Umgebung studieren. Ach guck mal, man kann sich eine Route geben lassen. Nee. Okay, die Map ist schon mal cool. Wir gucken mal, ob ich ein bisschen die Helligkeit hochdrehen kann. DLC, was habe ich denn hier? Beschwörermaterie Chocobo-Küken. Diese Materie erlaubt dir, die Esper Chocobo-Küken zu beschwören, die nicht nur niedlich anzusehen ist, sondern die Gruppe mit elementarer Magie unterstützt. Das Abenteuer beginnt. Spenny Manny, Alter, danke für 5000 Bits! Und AC nicht vergessen. AC vergesse ich nicht, mache ich nur nicht am Anfang jetzt, sondern eher am Ende. Ey, vielen Dank für 5000 Bits, Spenny Junge! Danke für deinen Support. So, ich werde hier immer ordentlich durchsuchen alles. Mal gucken, wie lange ich da mich selber dran halte.
runter! Essbar statt Essbar. Lauf doch! Was für ein Kerl! Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken oder ihnen mit Kreis ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die ATB-Leiste auf. Sofort ergeben! Den Rücken frei halten. Okay, testen wir mal. Ja, aber nicht so richtig. Zu spät. Fähigkeiten, Impulshieb! Keine Chance! Dann. Junge! So, wie war das? Man hat ja auch diese Hotkeys. Man muss nicht immer ins Menü gehen, ne? Das hat mich ja schon an der Demo gestört. Wenn ich hier irgendwie interagieren will mit der Welt, dann schlägt der so schwerfällig hier. Junge! Habe ich jetzt schon die Espa? Nein, das wäre ja Quatsch, oder? Müsste ich die Wände dann ja wahrscheinlich auch über die Ausrüstung reinsockeln. Ich bin mal gespannt, wie das alles funktioniert mit Materia. Durch Drücken von Dreieck kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen. Ah, dann wäre bestimmt am Anfang ein... Komm, die 2 Minuten. Ich will wissen, ob da ein Trank ist. Ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr zurück. Das sind ja nicht mal 2 Minuten. Dreieck ist das Looten. Hier muss ein Trank sein. Ist kein Trank. Okay, lol. Kein Trank. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Ups. Leider kein Trank, ja, schlecht. So, jetzt geht der Special Boss auf. Ja, aber es ist halt so dieses Classic-Ding. Bei Final Fantasy 7, jeder weiß, dass da am Anfang Trank ist in der Wache. Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche der Kisten enthalten Heiltränke oder Makonite, mit denen du deine MP regenerieren kannst. MP-Heilung durch Makonit. Ein Heiltrank. Man muss sie auch nicht looten, das ist zumindest schon mal praktisch. Bin so auf die Story gespannt, Leute. Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Oh nein, wie traurig. Gerade einen Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Bei so einem Gesicht immer doch. Boah, Jesse. Mit meinem Gesicht, nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Wow. Schon gut, bald für dich. Oh, bis ich keinen Bock mehr habe, PS4 wäre. Aber es könnte dauern. Ich bin richtig hyped. Ich will richtig reinsuchten. Nee, das nicht, Tukan. Aber. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Ja, verstehe ich. Du bist bösartig. Wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Hammer. 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 Geht das jetzt? Nee, immer noch wieder Demo. Das hat mich auch gestört. So, gibt's noch Kisten? Mit R3 kannst du die Möglichkeit, einzelne Gegner als festes Ziel zu bestimmen. Los, Brettchen! Ich bin der Reihe.
wir das nochmal. Dann gibt's. Los geht's. Allround-Haltung. Stimmt, ich hatte ja noch die unteren. Offensivhaltung. Da muss ich gleich auch nochmal gucken, wo der Unterschied war. Ich glaube, das eine treibt den Schock nach oben. Weiter geht's. Dynamisches Kampfsystem ist super cool. Da ist einer! Keine Chance. Bleib jetzt mal in der Offensivhaltung hier. Ich glaube, dass das den... Nee, den Schock treibt das nicht nach oben. Aber ich glaube, dann muss ich eigentlich in die Offensivhaltung gehen. So war das. Weil man so wenig mobil ist noch in der Offensivhaltung. Und ich glaube, wenn der Gegner geschockt ist, dann sollte man da reingehen. Ja, mach ich doch. Easy. MP-Heilung. Ich sollte mal ein bisschen Magie benutzen. Hier lang. Oh, Besuch. Für dich. Sportsfreund, Dankeschön für den 13. Monat. So gut wie es. Wir machen jetzt Magiefeuer. Auf den Wachhund. Schockanfällig. So, Schock. Und jetzt gehe ich in die Offensivhaltung. Und jetzt wird zerschnetzelt. Boah, ist das geil. Ich glaube, wenn man das Kampfsystem einmal verinnerlicht hat, ist es so gut. Und ich finde auch geil, dass du dieses... Man benutzt später wahrscheinlich sehr viel die Hotkeys und nicht mehr nur noch, nicht mehr, dieses Zeit anhalten und Befehl auswählen. Ich glaube, da macht viel über die Hotkeys. Keine Chance. Boah, wie langsam man ist mit der Offensivhaltung. Keine große Sache. Keine große Sache. Zweimal Heiltrank. Ich will natürlich nichts vergessen, übersehen oder sonst was. Kamera ist mir ein bisschen zu langsam, um ehrlich zu sein. Die könnte sich deutlich schneller drehen. Ja, macht gar keinen Sinn, sie langsam zu lassen. Warum nicht so schnell, also? Wir sehen uns später. Klaus. Wie geil, ne? Man weiß noch genau, wie es aussah, dass die sich hier aufteilen. Oh. Konnte ich jetzt nicht mit ihm sprechen? Es ist sehr ungewöhnlich, dass man mit Dreieck interagiert, finde ich. Ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest der Gruppe schnell hinterher. Weiß ich nicht, bösartig, aber wahrscheinlich schon ein bisschen. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Auf normal. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Danke, Mann!
Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Jesse. Schon Feger, ne? Warte kurz. X kümmert sich um die Tür. Keine krummen Touren. Also ich kann euch nur sehr empfehlen, stellt als erstes das Kameratempo hoch. Das ist 1000-mal angenehmer. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Die Musik. Hey. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Die Musik! Ey, man kriegt wirklich Gänsehaut. Das ist verrückt. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfähigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Dieser ermöglicht starke Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier es am besten gleich mal aus. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, dann kann dafür aber starke Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück zur Allround-Haltung. Okay, sehr gut. Jetzt mache ich ernst. Wie cool! Oh mein Gott! Mein Gott, ist das geil. Und weiter geht's. Also Leute, stellt die Kamera schnell. Bleib bei der Sache. Boah, Jesse. Jetzt reiß dich mal zusammen. Was ist denn hier denn? Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Keine Rundenkämpfe mehr, nee. So klassisch nicht mehr Rundenkämpfe, aber du hast halt immer noch so ein... Du kannst das Spiel quasi freezen und kannst dann deine Angriffe auswählen und so. Das kannst du schon noch machen. Das ist einfach ein sehr dynamisches... Eine Kombination. Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Eieieiei. Also er entscheidet sich für die Falschen, das kann ich schon mal sagen. Das war doch in der Demo auch nicht, oder? Und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Schon so ein bisschen wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Mako aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Mako ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen.
Überlass das Schrein doch dem Planeten. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also danke für deinen Sub, Mann. Deinen Auftritt. Ja, er ist der Beste. Dann mach dich mal. Hier finde ich Barrett irgendwie schlimm und nervig. Oh. Barrett Wallace ist dabei. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Viereck gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechselst zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einer Nahkampfwaffe nicht zu erreichen sind. So, wenn ich jetzt hier voll bin, kann ich Feuerstoß machen. Okay, das muss nachladen. Machen das jetzt mal so, dann gucke ich mal, was der für Skills hat. Fertigkeiten, stählerner Wille, Schockschuss. Wandelt alle vollgeladenen ATB-Einheiten in einen geballten Schuss um. Schockpotenzial groß. Barrett führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerschuss aus, der die ATB-Leiste stark auflädt. Die Spezialfähigkeit hat allerdings eine Nachladezeit, sodass du den Zeitpunkt für den Einsatz mit Bedacht wählen solltest. Das ist so gut. Jojo LP, vielen Dank für 21 Monate schon. Dankeschön. So, jetzt ist mein Nachladen wieder fertig. Oh. So gut, mit Steuerkreuz oben, unten, links, rechts kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituation zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln. Mit L2 und R2 kannst du deinen Gefährten aber auch befehlen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, ohne ihn wechseln zu müssen. Genau, und das war, hier wird es dann jetzt so ein bisschen, so ich sehe jetzt, er hat... Man sieht, er hat die ATB-Punkte voll und ich kann jetzt sagen, mach mal hier, reduziert vorüber den erlittenen Schaden, verhindert Einschüchterung. Und kann trotzdem die Befehle erteilen. Nimm das! Okay. Das Kampfsystem ist so gut. So gut. Und ich glaube, wenn man sich da reingefuchst hat und sofort weiß, wie kann ich, der Command ist der Shotkey für den Charakter und so weiter, dann geht's richtig rund. Cloud, dort drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht, aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Viking, ich danke dir, Mann. Vielen Dank für 26 Monate im T3-Sub. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte dazu R1 oder R2 gedrückt und drücke einmalig... Warum muss ich denn das gedrückt halten? Guck mal, da gibt's eine Minimap. Wieso ist die denn nicht standardmäßig eingeblendet? Die ist ja mal total gut. Mogri-Medaille. Eine Medaille, in der das Abbild eines Mogris eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück. Es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln.
Wieso ist denn die Minimap standardmäßig nicht an? Minimap, Nefal, du hast jetzt aber nicht 15 Stunden gespielt, ohne einmal L2 zu drücken, oder? Für die Minimap. Lebron! Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Sobald ich jetzt immer hier fertig bin. So, jetzt kann ich mal gucken, was war das für eine Fähigkeit? Reduziert vorübergehend den erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung fast jedes Mal. Kann man ja mal machen. Schockschuss. Und sobald Cloud wieder fertig ist. Boah, ist das geil. Kann ich ja seine. Aber ich sehe gerade, meine aktiven Charaktere, die laden die ATB natürlich viel schneller auf. Aber ich könnte jetzt ja auch wechseln. Ups. Ja, es lädt viel schneller auf durch das Angreifen. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig über seiner Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllst du seine Schockleiste besonders schnell und steigerst dabei die Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fähigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere oder auch Elemente können bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle spielen. Finde den Schwachpunkt deiner Gegner raus. Da stand doch auch gerade bei Barrett. Ich glaub, wir haben ihn. Gegner Schockpotenzial groß, da unten steht's ja. Oh, Schock. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfähigkeit angreifst, kannst du außerhalb deiner ATB-Leiste außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um einen geschockten Gegner mit mächtiger Fähigkeit und Magie den Rest zu geben. So, ich könnte jetzt wechseln, mach hier mal den Feuerstoß, wechsel wieder zurück. Und dadurch hat Barrett seine Sachen und so. Das ist halt, ich glaube, das ist halt so krass interaktiv. Jetzt kann ich zu Barrett gehen. Kann hier mal wieder die Leiste aufladen. Das ist halt Hammer gemacht. Schockschuss. Jetzt ist Cloud wieder voll. Es ist halt so geil. Ich finde das Kampfsystem, das geht ja krank ab. Das geht ja krank ab. Was für ein Jager bist du eigentlich? Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jagers. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Mein Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Erstling-Feind. Ich bin unwürdig. Ja, aber wofür brauchst du den Kompass? Die Minimap ist doch einfach allein fürs Gefühl, wenn du eine Stadt irgendwie... Also ist doch viel, viel besser für die Orientierung. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das mal förmlich riechen. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Phönixfeder, nee, kriegst ja schon die OP-Items. Ich Mogrim-Medaille, schon wieder eine. Wir sehen uns später. Das
hier noch irgendwas Schönes? Richtung. Kletter die Leiter runter. Ja, hallo, ich wollte mal erkunden, Entschuldigung. Keine Zurückhaltung. Dann übernimm. Auf Onkel Meredith verlassen. Verlorene TP kannst du mit Gegenständen und Heiltränken oder Magie wie Vita regenerieren, ja. Oh, Barrett hat nur noch 200. Oh, super nice. Vexi07, danke für 26 Monate. Kann ich das auch übers Menü machen? Nee. Junge, Junge, ganz schön tief. Na, zum Glück bin ich ja sicher. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. Wow, nicht getroffen, als ob. Ich zähle auf dich. Hammergeil, ey. Für eine große Sache. Es läuft mit 30 Frames, ja. Es sind keine 60. Finde ich auch ein bisschen sehr schade, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man möglichst schnell die Kämpfe gewinnen will, muss man hardcore hin und her wechseln zwischen den Charakteren, damit man ATB bei allen schnell auflädt. Boah, ich hab so Bock den ganzen Tag, oh mein Gott. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Ja, Rancor. Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö. Zu gut einfach. Oh, die Magnetpresse, die macht Damage. So, hat der nicht mal einen Blitz? Nee. Ausprobieren. Ich geh mal auf Barrett, ich meine, der hatte Blitz, ne? Ja. Die Musik! Die Musik!
das schon wieder? Setzen Sie das Monster. Mein Soldat hat nicht aufgepasst, was? Besser. Jetzt lass ich's mal richtig krass. Den muss man da blocken? Ich glaube, man muss eher blocken. Mann, da gab es noch ein anderes Ziel jetzt. Ich weiß nicht mehr, wir werden sehen. Wandelt alle stählerner Wille, das kann man mal machen. Ist das nur für ihn? Ja, das ist so ein bisschen tanky, ne? Kriegen wir das mal ein oder rennen wir hier gegen eine Wand? Hör auf zu jammern und kämpfe. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Ich glaube, das nicht kommen. Die Mucke. Kann ich denn das Ziel wechseln? Ach so, mit links und rechts. Ich habe oben und unten gedrückt. Ich glaube, das ist es. Nee, auch nicht so richtig. Barrierekern. Doch, da muss ich die. Da muss ich rein. Hätte auch, ja, hätte auf den Kern gehen müssen. Mit deiner Heilkunst, ich bin wieder ganz der Alte. Kann ich schaffen. Ja, da hätte man auch ausweichen können. Es ist so gut. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Soll ich mal einen Äther nehmen? Warum nicht? Ist so geil, episch. Ich kann mich mal heilen in der Sekunde. Die Offensivhaltung ist halt auch ultra gut, ne? Heil mich nochmal. Ich finde, das ist so episch inszeniert, das ist krank. Ja, Cortex. Ich muss mal mehr blocken. Das ist so ungewöhnlich, dass man blocken sollte. Niemals den Geist auf!
kein Mana mehr. Nur darauf kommt es an. Nichts überstürzt. Jetzt hab ich dir das Sagen. Wenn er am Boden liegt, kriegt er Saures. Kann's kaum erwarten. Kann die Beine auch angreifen. Frag mich, ob ich das überhaupt noch machen muss. Benutz mal hier den Buff. Ich mach mal die Beine kaputt. Boah. Eigentlich Quatsch, weil ich halt ihn schon längst hätte killen können jetzt. Aber vielleicht gibt's eine Trophy oder so. Schock. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, okay, das ist dann einfach nur passiert. Limit! Oh nein, gleich. Schockschuss. Kann ich ein bisschen nachvollziehen? HP hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. HP-Anzeige. Ich komme nicht dran. Regeneration in 20 Minuten. Oh. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Hammer. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Das ist halt wirklich wie so ein Film, den man spielt, ne? Es ist genial. Auf Metacritic hagelt es wieder 0. Was meinst du mit 0? Ich wollte springen mit X. Okay. Mein Gott, Rancor, sowas regt mich richtig auf. Mein Gott, das Spiel ist. Das kommt jetzt 1000 Jahre danach raus. Warum kann man nicht Sachen verändern? Also, so ein Blödsinn. Und Episoden war doch klar, von Anfang an. Epische Szene. Passt was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett. Hier ist ein bisschen schade, dass der Timer da aufhört zu laufen. Ne? Ich meine, so knapp ist es ja nicht, als dass man ihn nicht hätte durchlaufen lassen können. Für die Dramatik einfach. Und die Medaille. Worauf wartest du denn, Klaus? Mach hin! Ich muss ja looten, Girl. Beeil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Wenn ich nicht rede, wenn ich so nervös. Mach doch, was du willst. Drei Episoden würden ja zu den drei CDs passen, die es am Anfang waren, ne? Barrett!
Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ihr Soldat geleitet, Schutz! Ex-Soldat. Ex-Soldat. Boah, ist das episch. Okay, ich habe herausgefunden, dass wenn ich die Combo wirklich zu Ende bringe, der letzte Schlag macht auch deutlich mehr Damage. Hallo, darf ich jetzt mal meine Skills benutzen? Ach so, ist das falsch. So, da müsste Blitz ja auch reinhauen, ne? Oh ja. Hin- und her wechseln finde ich so geil. Jetzt gehe ich auf Cloud. Das ist so gut. Es macht so einen Bock. Hey Leute. Nicht wirklich. Genau, Loot, Loot, Loot. Mogrim-Medaille, ja. Und die war sogar mal gut versteckt, sage ich mal. In einer Kiste, wie die anderen auch. Ich zähle auf dich. Aber wo ist denn der Befehl für die Shortcuts? Das kam doch in der Demo, wurde das doch schon erklärt. Das fehlt gerade noch so ein bisschen, ne? Da muss ich gleich mal gucken, dass man nicht immer ins Menü muss. L1... Kurzbefehle, ja. Ah, und dann kann ich auch auf Cloud gehen. Boah, das heißt... Boah, da muss man aber... Da muss man so ein bisschen drauf klarkommen. Dann übernimm. Jetzt kann ich dir das sagen. Hammer, Hammer, es ist so geil. Und ich denke, ich kann die Kurzbefehle ja irgendwo editieren, ne? Ja, hier. Okay, das ist natürlich geil. Vor allem auch mit dem Blitz, das hätte man natürlich gut machen können. Kann man auch Zauber... Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Heiltrank brauche ich gar nicht. Auf einem Shortcut. Da. Hier bin ich hergekommen. Lol, er ist gestorben, aber er hatte noch 200 HP. Okay. Ich darf jetzt nicht schlafen.
Das war von uns. Ich bin weg. Alter. Okay, man muss einfach blocken. Blocken gehört dazu. Warum kann ich jetzt... Achso, weil ich keinen ATB-Balken habe. Jetzt liegt es an dir. Wurde schon angedeutet. Ist das alles? Alter, ich merke schon, also der Schwierigkeitsgrad kann aber richtig hochziehen, ne? Aber die Shortcuts sind natürlich mega. Bis jetzt ist es natürlich geil, OG Affe. Es ist ja wie in der Demo. Es ist der Hammer, es ist ein Traum. War die Demo hier schon zu Ende? Ich glaube auch, das ist neu hier. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Nee, okay. Nach Loot gucken. Boah, hallo, kann das aufhören zu wackeln? Ich glaube, hier soll man nicht nach Loot gucken. Jesse, komm! Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Nicht so hard in love, aber kann ich verstehen. Cloud ist cool. Avalanche! Weil ich nicht so genug Haare hab, die, sonst hätte ich die doch schon. Das werde ich auch haben, glaube ich, das Problem. Bei mir lädt der auch nicht weiter. Ich habe auch nicht 90 GB runtergeladen. In einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Ich hasse ihn ja ein bisschen, ne? New Content, jetzt geht's los, ja. Oh. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Erstmal will ich Loot. Und wo gibt's Loot, ist ja wohl klar. Am Anfang umdrehen, da gibt's immer Loot. Ach, graue Böden, graue Wände.
Die anderen Richter waren aber nicht sehr kreativ. Loot. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtung. Bei mir lädt er nach den 13 GB weiter. Also die 13 GB sind am Anfang wohl Standard. Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Ja, wird bei mir genauso sein. Mein Mann hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Boah, ich hasse ihn jetzt schon, ne? Sorry, also... Mega. Shiro. Oh, Wedge, ey. Wedge braucht man nicht. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Weiß nicht, der nervt. Was bin ich bei dir, Marlene? Und ich bei dir. Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jesse ist halt verlass. Los, weiter. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude die Mucke. In diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, sowas nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für... die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Cool. Ach, cool.